Die Berlinale ist für viele Leute natürlich auch ein Sprungbrett in eine große Zukunft. Es gibt diese schöne Einrichtung der Shootingstars, haben Sie bestimmt längst mitbekommen. Also da wären 10, sind es immer nicht. Junge Schauspieler und Schauspielerinnen aus der ganzen Welt präsentiert, werden mehrere Tage betreut, hin und her gefahren. Wie das genau läuft, werden wir auch gleich erfahren. Dann gibt es immer eine große Präsentation auf der großen Bühne, meistens auch vor einem doch prachtvollen Film, irgendwie mit Stars eben auch. In diesem Falle war es Before Midnight, der Film mit Julie Delpy und Ethan Hawke. Und die sind dann eben auch da und präsentieren die Shootingstars der jeweiligen Berlinale. Und denken Sie dran, es gab zum Beispiel mal einen Shootingstar namens Nina Hoss, also seither natürlich nicht mehr wegzudenken aus dem deutschen Kino. Und ich freue mich jetzt riesig, dass wir den deutschen Shootingstar dieses Jahres hier bei uns haben. Sie hat geglänzt in einem Film, der hieß Lore. Haben nicht genug Leute gesehen übrigens. Also die Zahlen waren gar nicht so bewegend. Aber die Kritiker, die Leute, die diesen Film gesehen haben, waren sofort hin und weg von dieser Frau. Und ich erinnere mich auch daran, das trifft irgendwie so einen Schlag, diese Kraft dieser Figur, diese Wucht, die sie hat. Wenn sie neben mir steht, ist immer wieder verblüffend, eine ganz zierliche und freundliche junge Frau in diesem Film. Da geht es wirklich richtig hart zur Sache. Bitte begrüßen Sie den Shootingstar der Berlinale 2013 aus Halle übrigens, Saskia Rosenthal. Schön, dass du da bist, Saskia. Ja, danke schön. Und Saskia, ich muss das immer wieder fragen, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ich frage mich, woher man das dann nimmt. Du kommst ja aus geordneten, schönen Verhältnissen. Der Film erzählt ja von einem jungen Mädchen, das Verantwortung übernehmen muss für die Geschwister, weil die Mutter sie losschickt zur Tante. Es ist unmittelbar nach dem Krieg, nicht? Sie muss los. Ne? Zur Oma, genau. Zur Oma. Ja. Und sie zieht ihn eben los und entwickelt eben diese Härte. Das muss sie ja auch. Und sie ist auch ziemlich stur auch noch am Anfang. Also wie hast du dir so eine Figur, die muss ja also wirklich Lichtjahre von deinem Leben entfernt sein, auch erschlossen, dass man das alles glaubt? Also ich kam ganz, ganz kurz vor dem Projekt erst dazu. Das heißt, wirklich Vorbereitungszeit hatte ich gar nicht. Und es war auch mein erstes Projekt. Deswegen hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, wie ich rangehen soll. Ich hatte einfach unglaubliches Glück mit dem Team und vor allem mit Kate Shortland, der Regisseurin. Die ist so eine herzliche Frau und so eine wunderbare Regisseurin, die mich sehr in die Hand genommen hat. Und wir hatten viele Proben, konnten viel improvisieren, viel selbst Ideen reinpacken, die sie mitverwendet hat. Natürlich hat man sich auch historisch einfach nochmal über den Hintergrund informiert. Ich habe mich an all die Sachen erinnert, die meine Uroma mir erzählt hat. Aber trotzdem war die Perspektive, nämlich also dieser Nazi-Kinder, deren Eltern gefangen genommen werden, nochmal eine ganz neue, über die ich vorher auch noch nicht so nachgedacht hatte. Und woher die Härte dann kam, ich glaube, wir waren 2 Monate im Wald unterwegs und ich war im Schlamm und im kalten Wasser, das hat viel gebracht. Und ansonsten, ich hatte ja kein Handwerk, auf das ich mich berufen kann oder so, deswegen kam das wirklich aus der schönen Zusammenarbeit und einfach aus Impulsen heraus. Ja. Also die Eltern, genau, die werden als Nazis verhaftet und deshalb muss sie eben los. Aber sie ist ja selbst auch infiltriert noch, nicht? Also sie hat ja lauter Vorurteile im Kopf und das verändert sich im Verlauf dieses, wie gesagt, sehr starken Films. Holen Sie ihn nach, wenn Sie die Chance noch haben, die DVD irgendwann. Interessanterweise, die Regisseurin kommt aus Australien. Ne? Du bist die Deutsche. War das vielleicht manchmal auch ein interessantes Thema? Weil letztlich bist du eben doch jemand aus diesem Land und sie kommt von außen. Habt ihr darüber auch mal gesprochen, diese Perspektiven? Schon, also das war mehr das Thema zum Beispiel in Toronto auf dem Filmfestival, weil dort einfach der ganze amerikanische Markt auf mich geschaut hat, als Deutsche eben, da war ich wirklich halt so die Vertretung für Deutschland und wurde auch gefragt, ja, also es waren komische Fragen dabei, ob man sich immer noch schuldig fühlt dafür, das, was da passiert ist und musste so ein bisschen gerade stehen, das war schon seltsam einfach diese Erfahrung. Zwischen Kate und mir war das weniger so und trotzdem wurde natürlich ganz oft gefragt, warum eine Australierin zu diesem Thema kommt, zu dieser deutschen Geschichte. Und das ist ja... Warum? Es ist so passiert, dass sie in Schottland auf einem Filmfestival war und Paul Welsh, der schottische Produzent des Films, ihr das Buch in die Hand gedrückt hat, The Dark Room. Und sie hat Faschismus studiert, also war schon sehr in diesem Thema drin und interessiert. Ihr Mann kommt, also die Familie ihres Mannes sind deutsche Juden, die aus Berlin geflohen sind. Das heißt, sie war schon persönlich sehr mit diesem Thema verbunden und hat sich dann nach 8 Jahren, dass ihr letzter Somersault also zurückliegt, entschieden, wieder einen Film zu machen, und zwar diesen. Und dann war für sie klar, dass er in Deutschland und auf Deutsch gedreht werden musste, weil nur so er funktionieren kann. So. Somersault war auch ein wunderbarer Film übrigens, also eine großartige Regisseurin. Jetzt bist du also ein Shootingstar mit diesen 10 Leuten. 3 Tage ist man so, glaube ich, unterwegs. Wie ist denn das so? Ich stelle mir das ja vor wie so ein Star-Ferienlager. Irgendwie ist dann doch so eine Gruppendynamik irgendwann da?
Ja, das war total lustig am Anfang bei der Einführung, weil man sich natürlich erstmal so beschnuppert und guckt, wer ist da und wie sind die so drauf. Und es hat sich, wir waren echt eine schöne Gruppe, es hat sich total schnell ergeben und es ist total cool, einfach zu zehnt dazustehen und die Interviews zu machen und über den roten Teppich zu laufen, weil einfach so eine Dynamik einem Kraft gibt. Das war echt schön. Hast du dich mit Leuten besonders gut verstanden? Gab es so eine gute Chemie vielleicht mit Vertretern aus bestimmten Ländern? Kann ich gar nicht so genau nennen, weil dadurch, dass wir 10 Leute waren, das war ja vor einigen Jahren auch noch anders, waren wir einfach, konnte man jeden kennenlernen und das waren alles super Leute. Hast du den Eindruck, also das ist für uns natürlich schön, du stehst jetzt hier, wir haben Grund zu reden, es macht auch Spaß wahrscheinlich auf dem roten Teppich zu stehen, aber hast du auch den Eindruck, dass es dann auch was bringen könnte so für deine weitere Laufbahn? Habe ich ja. Also ich habe gerade eben Hannah Herzsprung getroffen, die ja vor 3 Jahren, glaube ich, auch Shootingstar war. Die hat gesagt, das ist eines der schönsten Auszeichnungen, weil die einen einfach wirklich begleitet. Und ich habe auch vor Ort schon mitbekommen, dass ganz viele Leute einfach auf uns zukommen und schon ein Drehbuch in der Hand haben und sich vorstellen könnten und so. Auch wenn das noch nichts Konkretes ist, merkt man, dass einfach die Aufmerksamkeit einen dazu bringt, weiter Filme machen zu können. Ich glaube schon, dass es eine große Chance ist. Du hast ja seither auch schon, also du bist jetzt 19, ne? Du hast ja seither auch schon wieder gedreht seit Lore? Ich habe in Der Geschmack von Apfelkern eine kleine Rolle gehabt und dann mit Denis Dacon, französischer Regisseur, noch einen Film gedreht und drehe auch im April schönerweise wieder. Es kommt gerade ins Laufen. Es kommt richtig ins Laufen. Geschmack von Apfelkern ist die Bestseller-Verfilmung, wird dann im Herbst, glaube ich, anlaufen. Auch mit ganz vielen wunderbaren Schauspielern, Schauspielerinnen vor allem. Ne? Ist Hannah Herzsprung auch dabei? Ja, genau, unter anderem. Genau. Ja. Also ich muss bei dir so immer denken, ein wenig an den Film Wintersbone. Vielleicht erinnern Sie sich, der lief hier im Forum, gar nicht im Wettbewerb. Jennifer Lawrence, kein Mensch kannte die, alle waren hin und weg und sagten, aus der Frau wird mal was werden. Und inzwischen wissen sie Oscar-Nominierung und. Also irgendwie so einen Weg sehe ich auch bei dir dann. Das war bei Lore ja auch so ein Schlag irgendwo am Platz. Sie sagte, da ist jemand und dieser jemand ist jetzt Shootingstar der Berlinale 2013. Erhole ich erstmal schön von dem ganzen Trubel. Vielen Dank, dass du mal bei uns warst, Saskia Rosendahl, Shootingstar 2013. Vielen Dank. Ich danke dir.